Hallo und willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist und uns auf unserer Dänemark-Reise begleitest. Im ersten Teil haben wir euch gezeigt, wie wir nach Dänemark, im Speziellen nach Geza, gekommen sind mit Fähre von Rostock. Jetzt im zweiten Teil geht's weiter. Wir verlassen die Insel Falster, wechseln nach Lolland, nach Maribo, übersetzen dann weiter mit der Fähre nach Langeland, wo wir ganz im Norden in Lohals eine Nacht verbringen und uns wieder nach Süden bewegen und in Rotköping eine Nacht im Hafen verweilen. Eines sei vorweg gesagt, der Tag in Rotköping zählt zu den wärmsten, die wir auf dieser Reise erlebt haben. Also dann, viel Spaß und auf geht's! Gestern angekommen auf der Insel Falster verlassen wir sie heute wieder, übersetzen nach Lolland. Unser Ziel ist Maribo. Ein kleiner Morgenspaziergang musste noch sein, um alles bei Tageslicht anzuschauen. Und siehe da, hier gab es auch Shelter für Rucksacktouristen zu mieten. Um ca. 10.30 Uhr geht es dann los. Wir fahren Richtung Norden nach Nyköping. Dort übersetzen wir dann nach Lolland über die König Frederik der IX. Brücke. Hier befinden wir uns schon in der Anfahrt zum Stellplatz, der sich direkt im Zentrum von Maribo befindet. Maribo ist ein hübscher kleiner Ort mit 6000 Einwohnern, der rund ums Brigittenkloster entstand. Auf dem Weg ins dortige Freilichtmuseum kamen wir an einem Park vorbei mit gruseligen Geräuschen. Das Freilichtmuseum an sich war wirklich sehr interessant. Man bekam dort einen Einblick in die frühere Zeit anhand von Beschreibungen einiger damals lebender Personen. Thank you.
Zum Abschluss des Tages nahmen wir noch Kurs auf Maribos Domkirche. Heute geht unser lustiges Inselhüpfen weiter. Wir verlassen Lolland, übersetzen mit der Fähre nach Langeland. Unser Ziel Lohals ganz im Norden. Problemlos geht's in der Früh los durch die engen Gassen hinaus auf die Hauptstraße. Unser erstes Ziel, der Fährhafen Tars. Verfahren konnten wir uns nicht, denn der Fährhafen lag am Ende der Straße. Ticket für die Fähre hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch keines. Also erstmal ab auf den Parkplatz und nach einem Ticketschalter suchen. Also die Tickets kann man im Vorverkauf nur online erwerben oder direkt vor dem Schranken am Automaten kaufen. Ja, und dann heißt's warten, bis die nächste Fähre kommt. Und warten. Und warten. Die Überfahrt war dann recht unspektakulär, recht trübes Wetter, wenig Wind und daher auch fast keine Welle. Nach rund 45 Minuten war der Spuk dann vorbei und weiter ging die wilde Fahrt. Angenehm wie bisher, ein Stück geradeaus, einmal rechts und bis zum Ende der Straße. Thank you.
Selbst die Katze, die unseren Weg querte, brachte uns kein Unglück. Vielleicht war sie doch nicht schwarz? Gegen 13 Uhr erreichten wir den Stellplatz im Yachthafen von Lohals. Insgesamt gibt es 6 Stellplätze. Die Abwicklung am Automaten ist logisch und sehr einfach. Eines, was wir nicht wissen, was es mit den Mofas, mit den grünen Körbchen und den Fuchsschwänzen auf sich hat. Es ist ein wunderschön gepflegter Yachthafen mit selbst Saunahäuschen. Die haben uns sehr gut gefallen. Ein kleiner Fahrradausflug an die nördlichste Spitze der Insel mit einem Strandspaziergang machte uns auch viel Spaß. Heute geht's wieder zurück in südliche Richtung nach Rotköbing. Das ist der Hauptort der Inselgemeinde Langeland und liegt direkt an der Brücke zur Insel Fünen. Bei strahlendem Sonnenschein nehmen wir die kurze Strecke von rund 30 Kilometer in Angriff. Heute wird die Fahrt etwas schwieriger, denn wir müssen 3-mal rechts und 2-mal links. Nu waren wir auch hier im Hafen gelandet. Da es erst ca. 10 Uhr war, hatten wir die Hoffnung, hier noch einen Platz in der ersten Reihe vorzufinden. Zuerst dachte ich, oje, hier ist doch nichts. Aber Karin erblickte dann doch den Stellplatz Nummer 1 und flugs waren wir drinnen in der Box.
Die Lage des Stellplatzes ist einfach perfekt. Ruth Köbing überzeugte uns aufgrund seiner total lieben Fußgängerzonen, nette kleine Geschäfte und einem sehr angenehmen Flair. Ja, und die Kirche durfte natürlich dann auch nicht fehlen. Oftmals in den dänischen Kirchen finden sich Kinderspieltische oder Tische, wo Getränke und Gläser drauf standen zur Erfrischung der Besucher. Nach dem Stadtrundgang landeten wir dann wieder im Hafen und da gab es dann eine Stärkung für uns. So ging auch dieser Tag bei wirklich wundervollem Wetter zu Ende. Und es sollte, wie schon gesagt, der wärmste auf unserer Reise bleiben.